Moin, moin Leute, willkommen zu einer erneuten Folge von Arminia Bielefeld-Karriere und wir sehen's. SG Dynamo aus Dresden. Es ist kein leichter Gegner. Dresden ja leider abgestiegen. Finde ich schon schade als Hansa-Fan. Aber naja, mal schauen. Jetzt heißt es Bielefeld Dresden. Wir sind Platz 18 und Dresden hat halt 3 Punkte mehr als wir. Und ja, na Quatsch, wie lange unten rein? Sind wir in Dresden angekommen? Dresden gegen Bielefeld, ein Topspiel in meinen Augen. Also das ist auch eine geile Partie. Und ja, wir schauen einfach mal, ob wir hier gewinnen können. Es wäre auf jeden Fall nice. Weil wir müssen hier wirklich weiterkommen. Wir müssen wirklich probieren, hier irgendwie aufzusteigen. Das ist halt mein Ziel. Das ist halt auch Dresdens Ziel, ne? Und Dresden spielt's gut und Dresden macht's direkt mit 1-0. Oh, Guido macht's. Ah, ist das so wie bei der ersten Villa-Karriere? Weil da läuft es halt auch nicht. Aber wir schauen einfach. Weil in der letzten Folge hatten wir das Derby, soweit ich weiß. Aber ich weiß halt auch nicht mehr, wie es da ausging tatsächlich. Aber wir wollen uns halt mehr auf dieses Spiel jetzt hier konzentrieren, weil das ist ein Banger-Spiel. Und danach geht es halt noch gegen Aue. Also direkt gegen die nächste Rivalität. Von Dresden. Genau. Oh mein Gott, nicht das 2-0. Ich habe ihn schon drin gesehen. Oh mein Gott, Fehler Bielefeld. Fehler Bielefeld. Das kann teuer werden. Das wird auch 2-0. Ach Mann. Ich habe mich auf diese Partie so gefreut und dann liegen wir hier direkt mal 2-0 hinten. Das darf nicht sein. Was machen wir bloß falsch? Hab ich. Komm, Fabian Klos. Die gute Fußballlegende bei der Arminia. Ist halt zwar auch nicht mehr der schnellste, ne? Aber das ist halt nicht das Schlimmste. Wohin? Torwart, Junge, was machst du da? Boah, auf der Linie geklärt, ey. Boah. Stark, Schipnowski. Schipnowski, er hätte noch gehen können, aber egal, wir holen uns wenigstens die Ecke raus. Schipnowski direkt mit der Flanke, die kommt gut. Ah, es gibt aber direkt die nächste Ecke von der anderen Seite. Fabian Klos ist da. Und es gibt die nächste Ecke. Ey, was ist das? Starke Parade von Kevin Roy, glaube ich. Aber jetzt ist er drin. Da kann er aber auch nur hinterher gucken. 1-2, Fabian Klos. Alle guten Dinge sind drei. Das zeigen wir hier auch.
Biancardi. Fabian Klos. Wohin? Stark, Biancardi. Biancardi. Und es steht nicht 2-2, schade, aber das war's von der ersten Halbzeit, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, zweiter Abschnitt beginnt. Und das ärgert mich gerade, dass wir nicht vor der Halbzeit das 2-2 machen. Das wäre es gewesen, ey. Sag ich euch so, wie es ist. Egal, wir haben ja noch mal 45 Minuten Zeit hier. Jawohl. Ne. Ja, wahrscheinlich, oder? Reicht das auch noch? Der bleibt direkt hängen. Na, das war's dann auch mal wieder komplett. Schade. Da würden wir hängen und das ist nicht gut verteidigt und da ist das 3-1. 3-1 Dynamo. Mann. Stark. Biancardi. Ey, schade, Biancardi, schade. Weiter geht's, kommt. Das Spiel ist hier noch nicht verloren. Spiel ist hier noch nicht komplett verloren. Das ist sehr stark. Fabian Klos. Klos bleibt hängen. Wieder bleibt er hängen. Das kann nicht wahr sein. Kommen wir hier irgendwie nochmal zurück. Es sind noch 20 Minuten auf der Uhr. Let's go. Come on. Auswechslung wäre gut, aber machen wir nicht. Wir probieren einfach erstmal so weiter unser Glück. Biancardi. Wieder bleibt er hängen. Na, es läuft noch nicht so wirklich für uns. Halbschräg. Oh ne. Aber er bleibt zum Glück hängen. Ich habe mein Torwart kurz falsch gestellt. Halbschräg. Jetzt aber. Er bleibt einfach an mir. Der klebt einfach. Fabian Klos. Sam Schreck. Sam. Schreck. 2-3. 2-3. Anschluss davon. Let's go. So Leute, jetzt machen wir nochmal einen kompletten Wechsel. Jetzt oder nicht. Alles da vorne. So schnell wie möglich den Ball gewinnen hier. Danke, kommt. Die kommt nicht gut. Nein, wir verlieren gegen Dresden mit 3 zu 2, weil das Tor halbwegs zu spät kam. Oder wir verlieren sogar höher.
wie viel liegen wir da? 4-2. Noch bitter geht's nicht. Ach man. Ärgerlich. Und das war's, Leute. Wir sehen uns wieder. Da sind wir wieder und wir sehen uns das nächste Ergebnis. Wie gesagt, Aue. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.